Hallo Leute, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von unserem Total War Warhammer 3 Immortal Empires Grand Crusade Playthrough dabei seid. Letzte Runde wurde es ja relativ blutig und wir haben eine Stadt verloren und wir hatten noch einen schönen Bug, den ich euch noch kurz erklärt habe. Es geht weiter. Also grundsätzlich, auch wenn wir eine große Siedlung verloren haben, läuft es für uns eigentlich super, denn wir haben die Vampirbedrohung endgültig im Griff. Haben die Grenzen dicht gemacht. Wir bauen Armeen auf. Haben die Wirtschaft gut am Laufen. Unsere Alliierten bauen Außenposten. Und wir haben jetzt sogar, wenn ich das richtig sehe, die Möglichkeit zu einer Allianz. Genau da. Das machen wir auch. Das umfasst mal geschmeidig 1, 2, 3, 4. Vier Siedlungen. Ne, fünf sogar. Fünf Siedlungen. Und gucken wir mal, ob die Armeen auch zu uns übertreten. Jawohl. Wir haben noch mehr Armeen dadurch. Das ist super. Gucken mal, ob wir hier Handel. Perfekt, wir bekommen Handel hin. Und wir bekommen auch noch eine Allianz hin. Das bedeutet, wir können einen Außenposten bauen. Was wiederum bedeutet, wir können dann auf bretonische Truppen zugreifen. Das ist super. So. Das ist schon mal echt gut. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir ja schon Außenposten gebaut haben, hätten wir Zugriff auf Elfentruppen. Die Auswahl ist ein bisschen überschaubar. Wir haben Zugriff auf Truppen von Kislev. Da finde ich ja vor allem hier die schwere Reiterei, wirklich cool. Netter Charge-Bonus und sehr gute Rüstung. Und jetzt kommt der Knaller. Wir haben ja auch mit dem Reichland eine Allianz. Klar, die Reichsgarde, die ist nice, gar keine Frage. Aber was richtig nice ist, ist das hier. Die Höllenfeuer-Salvenkanone. Und davon werden wir mal direkt zwei Stück rekrutieren. Und dann gucken wir, wenn wir die rekrutiert haben, wie wir noch verstärken, weil man kann pro Armee vier alliierte Einheiten drin haben. Und wir müssen dann einfach mal gucken, wie es mit der Reiterei dann aussieht. Ob wir eventuell auf bretonische, auf Kislev oder auf imperiale Reiterei gehen. Denn mal so im Vergleich. Unsere Jade Lancers sind nicht übel, kommen aber an die Griffon Legion nicht wirklich ran. Weil wir haben hier einen Charge-Bonus von 61, die waren weit über 70. Und ja, da müssen wir mal schauen. Wohingegen natürlich hier die Flatterjups nochmal einen Tacken besser sind, gar keine Frage. Der Aspekt bei den, wie heißt das, bei den alliierten Einheiten ist natürlich auch so ein bisschen der, dass wir dann parallel rekrutieren können und somit natürlich auch die Armee schneller aufbauen können. Aber ich würde tatsächlich die Höllenfeuer-Salvenkanone nochmal unterstützen mit Raketenwerfern von uns. Und ja, ist die Frage. Entweder verzichten wir dafür auf Kavallerie oder wir nehmen weniger Bogenschützen und Armbrustschützen mit. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Mehr Bauern will ich hier jetzt auf jeden Fall nicht drin haben. Das Einzige, ich werde jetzt erstmal Bogenschützen rekrutieren, falls der Chaos-Kommandant hier runterkommt, damit wir
eine Möglichkeit haben, die Siedlung zu verteidigen. Aber wir werden die Armee definitiv nochmal umbauen. Ja, hier wird ja schon rekrutiert. Und das Ganze hier will ich ja zu einer Garnisonsarmee ausbauen. Das heißt, ich werde hier nicht wirklich komplett auf Elite-Truppen gehen. Das wäre mir dann einfach zu teuer. Wir bauen ja hier auch schon die Kaserne und die Ställe, so dass wir da auch nachher mehr Optionen haben. Ja, unser Armeeausbau läuft gut. Das wäre jetzt allerdings eine Armee ohne Artillerie. Ist die Frage, ob das so gut ist. Ich würde da auf jeden Fall erstmal die rekrutierte Alchemistin reinpacken. So. Ja, und da macht es wahrscheinlich tatsächlich wirklich Sinn, wenn wir auf Artillerie gehen. Ja, werden wir wohl tun. Hier haben wir noch Armeen. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die AI einfach nur bescheuert gebaut hat. Hallo Fenja. Ja. Sag mal Hallo Fenny. Ihr seht, wir haben Besuch bekommen von einem vierbeinigen Hobbygeneral. Aber nichtsdestotrotz, die Kaserne in die Hauptstadt zu bauen, ist einfach bescheuert. Und das hier reinzubauen, ist genauso bekloppt, weil man es halt einfach nicht voll ausschöpfen kann. Wir werden auch das abreißen und werden ein bisschen umbauen. So. Noch Fanny. Okay, aber dann könnten wir im Endeffekt eine von den Armeen. Ach so, das ist gar nicht meiner. Okay. Schicken wir ihn aber dahin, dann kann er da aufgebaut werden. Und hier haben wir einen Astromancer. Ja, das ist doch super. Den packen wir hier mit rein. Und verstärken somit die Armee. Ja, muss sagen, bin soweit zufrieden, wie es läuft. Hier halten wir auf jeden Fall die Stellung, weil hier ja auch drei Full-Stack-Vampir-Armeen rumlungern. Die Armee stopfen wir mal direkt in die Garnison und die sollten wir zurückziehen. Wobei wir, ja, doch, die ziehen wir auf jeden Fall zurück. Damit gehen wir dann mal nach unten, weil ich wollte da unten ja auch Garnison aufbauen.
Beziehungsweise ich gehe mal damit dahin. Ja, das ist gut. So, Befehl ist schon mal gegeben. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt die Konföderation gebildet haben, ist die Controller erstmal im Keller. Das ändern wir erstmal. So. Ja. Ja, Fanny, alles gut. Also die Konföderation war auf jeden Fall ein guter Faktor. Wir schauen uns auch gleich mal die Siedlungen im Detail an. Ich denke mal, da werden noch mehr Siedlungen sein, die wir umbauen müssen. Oh, das ist nice. Das ist sehr, sehr nice. Das können wir gebrauchen. Und das ist extrem geil. Ich meine, klar, mehr Laderaum ist total geil, weil man dann mehr Kohle macht mit der Karawane. Aber drei Celestial Dragon Guards, die alle drei Balken haben in Gold, ist natürlich mörderisch gut. Das stärkt die Kampfkraft dieser Karawane total. Und den Laderaum kann man hochskillen. Also von daher, wenn man die Wahl hat, würde ich echt dazu raten, so eine Karawanenwache mitzunehmen, weil man die halt immer nur per Zufall bekommt. So, wir müssen jetzt ein bisschen auf Yin gehen, weil wir einen Yang-Überhang haben. Was allerdings bedeutet, dass wir erstmal weiter neutral forschen müssen, damit wir überhaupt auf Yin kommen. Der Überhang kommt jetzt mit Sicherheit durch die Städte, die wir eingenommen haben, was wir eingenommen haben, die wir sozusagen vereinnahmt haben und durch die Generäle. Ja, hier ist auch so bescheuert. Er hat doppelt die Artillerie gebaut. Macht überhaupt keinen Sinn. Und er hat hier auf den Rohstoff verzichtet, also auch das werden wir ändern, genauso wie hier. Das ist gut. Ist zwar teuer, aber das ist wichtig. So, der joint da direkt mal. Sehr schön. Hier haben wir auch noch einen einzelnen Astromancer. Da ist einer drin. Hier fehlt noch einer. Ja, das ist doch perfekt. Das heißt, wenn er drin ist, sind wir auf 16 Einheiten. Es fehlen also noch 4. Die. Und dann kriegt er noch Artillerie. So, der sollte heraus. So, dann kann er sich erstmal wieder erholen, weil er bei uns im Gebiet ist. Und der soll da hinten hin. Das wird dann quasi meine erste Küstenarmee.
So langsam wird es auch ein bisschen dünn. Ah, da haben wir es schon. Ich habe die Truppe nicht schnell genug aufbauen können. Wir reißen das Ding ab und werden hier die Höllenfeuer-Salvenkanonen rekrutieren. So. Und dann würde ich sagen, lassen wir das auch bei den Distanztruppen dann bewenden und müssen dann hier auf den Nahkampf gehen. Außerdem muss ich eine zweite Armee da hochschicken, das geht gar nicht anders. Ja, wenn wir hier Vampiric Corruption, die wird bestimmt durch die Nachbarprovinzen abgestrahlt, durch Gebäude, die da haben. Aber hier kann ich erstmal nichts anderes machen, als die Stellung zu halten. Was mich echt ärgert, ist das da oben. Aber immerhin, sie ist jetzt mal mit ihrer Chefarmee unterwegs und kommt mal dem Auftrag nach, den Typen platt zu machen. Wir müssen hinterher und müssen gucken, dass wir uns die Siedlung wiederholen. Allerdings brauchen wir dafür natürlich Truppen, ganz klar. So, Garnisonsposten ist besetzt. Die Armee müssen wir noch ein bisschen umbauen, die ist nicht gerade ideal gestrickt. Und wir haben jetzt eigentlich auch durch die Zusatzarmeen, die wir durch die Konföderation bekommen haben, eigentlich zu viele Armeen, auch wenn die alle nur Teilstärke haben, bis auf die eine. Okay, er greift. Alter! Er greift mit drei Armeen an. Wow. Ja, Verteidigungsschlachten darf ich ja leider nicht schlagen bei der Siedlung. Das hätte ich mir gerne gegönnt. Also, die Armee hat jetzt tatsächlich den Angriff von drei Vampirarmeen zurückgeschlagen. Das ist ganz großes Kino. Karawane ist angekommen, gab auch nochmal Kohle. Wie sehen denn die Armeen aus? Ja, besser als meine natürlich. Was wir mal gucken müssen, ob das nicht eventuell Sinn macht. Ja, aber es ist keine volle Armee. Das macht keinen Sinn.
Ja, wir gehen jetzt noch mal durch die Städte durch und bauen noch mal um. Hier muss eine Mauer hin und die Kaserne kommt weg, dafür kommen da Rohstoffe hin. Das bauen wir natürlich aus, gibt Geld und bessere Verteidigung. Das hier ist auch keine gute Wahl. Hier kommt eine Mauer. Ah, guck an, Rohstoff. Das kommt beides weg, dafür kommt eine Mauer und halt der Wirtschaftszweig dahin. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir gehen aber erstmal weiter. Wir hatten doch irgendwo. Ja, genau hier. Ach, guck an, hier konnte ich sogar noch sowas bauen. Das ist natürlich geil. Das ist richtig gut. Und das ist auch gut. Zum einen bringt es natürlich direktes Einkommen, aber es produziert auch Handelswaren. Und das bringt dann auch nochmal eine Menge. Ja, wir fangen hiermit an und packen hier die Heilkräuter rein. Das sind ja auch nochmal Handelswaren. Hier haben wir Fälle, die nicht genutzt werden. Also das ist nicht kein guter Siedlungsausbau. Ja, ich denke mal, das hier oben werden wir verlieren. Er wird angreifen, ich werde die Schlacht wieder nicht selber schlagen können. Und da habe ich ja auch überwiegend Billigtruppen drin. Also das Thema ist durch. Was ein bisschen ärgerlich ist, ich werde nächste Runde einiges an Soldkosten dazu kriegen, wenn die Artillerieeinheiten da sind. Naja, und ich frage mich gerade, ob das so gut ist, hier drin zu bleiben. Weil die Armee ist nächste Runde wieder auf voller Stärke. Die beiden taugen nix. Aber. Na. Ich muss schnell aufstocken, das geht einfach nicht anders. In der Hoffnung, dass er mir die eine Runde gibt. Was ist da unten? Ja, hier muss was passieren. Ich muss mich tatsächlich ausbreiten, weil ich mehr Einkommen brauche. Das heißt, die beiden müssen fallen. Sehr schön, die Karawane, die es schon geschafft hat. Wir haben einen Punkt. Ja, erhöhen wir mal die Frachtkapazität. So, drei Karawanenkern zurück. Wir warten, bis eine davon da ist, weil es macht keinen Sinn, jetzt eine vierte Karawane aufzubauen. Gucken wir mal, ob wir irgendwo noch einen Handelsvertrag abschließen können. Das wäre gerade echt hilfreich. Naja, aber Non-Aggression, das ist ja auch okay.
Nee, leider nicht. Perfekt. Das hilft uns auf jeden Fall voran. Das ist sehr gut. Das wird die finanziellen Probleme ein bisschen abfedern, vor allem wenn dann bei uns die weiteren Rohstoffgebäude stehen. Okay. Mit denen habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Wieder so ätzend. Das wäre auch wieder ein Kampf, den ich lieber selber führen würde. Aber ich muss es automatisch machen, weil es sonst freest. Hier haben wir jetzt natürlich ganz schön heftige Verluste. Ja, klar. Die Orks haben wir abgewehrt und jetzt kommen zwei Vampirarmeen. Ja, keine Chance. Das führt dann automatisch dazu, dass gleich meine Einkommenssituation wieder deutlich besser ist, weil jetzt eine Full-Stack-Armee weg ist. Sehr ärgerlich. Nach dem Sieg über die Orks hatten die schon richtig gut Erfahrung gesammelt. Aber naja. Krieg ist halt ein blutiges und schmutziges Geschäft. Brauche ich hier nur noch Kavallerie? Dann nehmen wir, machen wir uns einfach mal den Spaß und nehmen uns mal die hier. So. Ja, Gegenangriff macht keinen Sinn. Wo ist sie denn jetzt hin? Oh, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil unsere herzallerliebste Schwester, also die Herrin der nördlichen Provinzen, war doch gerade auf dem Weg, um diese Chaosarmee platt zu machen. Aber die Troller ist auf einmal weg. Ja, hier haben wir eine relative Billigarmee und haben das kleine Problem, dass da drei Vampirarmeen rumlungern. Das heißt, ich muss hier die Qualität der Truppen verstärken. Und ich muss auch die zahlenmäßige Stärke verstärken. Wir werden gleich umbauen, wir werden gleich was rausschmeißen und durch was anderes ersetzen, aber erstmal muss da was passieren. So, und hier halten wir jetzt die Stellung.
Eine kleine Armee, eine volle Armee mit Schrott, eine volle Armee mit... Ja, die hier sind ganz nice. Die hier sind wirklich lästig, weil die ordentlich Trefferpunkte haben und Regenerationsfähigkeiten und auch wirklich gut austeilen. Das hier ist mega lästig, wegen der Fähigkeit Massenregeneration. Und nebenbei, dass es Terror verursacht und Magie sammelt, ist auch nicht gerade toll. Und die hier sind einfach Aua. Ja, das wird also auf jeden Fall da unten nochmal eine spannende Nummer. Wir müssen hier mal zusehen, dass wir aufrüsten. Genauso wie hier. Hier wollten wir Artillerie reinpacken. So, dann ist die Armee aber auch vollzählig. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Aber vorher werden wir uns die Gebäude angucken. Hier haben wir alles. Wir gehen jetzt erstmal Fokus Wirtschaft. Und Verteidigung. Ja, das ist auch wichtig. Sehr gut, in zwei Runden kann ich die nachziehen. In zwei Runden kann ich damit nach Norden. Ich denke mal, es wird daraus hinauslaufen, dass die Chaosarmee Nanli erobert und die Truppen darin vernichtet. Und ich muss dann weiter nach Norden und muss die Lücke schließen. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass die eine Armee, die jetzt da in diesem unwirtlichen Vampir-Ork-Gelände ist, in diesen Canyons, dass die auch drauf gehen wird, weil die ist einfach nicht gut genug. Und wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, die schnell genug so umzubauen, dass das wirklich eine gute Armee wird. Die wird uns einfach nur Zeit erkaufen. Na klar. Ein Turn noch. Ah, guck an. Sie ist angekommen, hat die Stadt befreit. Das ist natürlich cool. Wir gehen einfach mal ganz frech vor. Soll sie mal hinterherkommen. Weil wenn wir die Stadt belagern und sie kommt hinterher, ist sie quasi die Unterstützungseinheit, was bedeuten würde, dass wir die Stadt erobern könnten mit ihrer Unterstützung. Und genau das probieren wir jetzt gleich mal. Hier können wir ausbauen. Ja, das lohnt sich natürlich, ne? Also gerade bei Bündnissen,
Also der erste Punkt bedeutet, bei Bündnissen gibt es 50% mehr Punkte, bedeutet im Umkehrschluss wieder, ihr könnt mehr Truppen von euren Verbündeten rekrutieren. 300 Einkommen ist natürlich geil, 10 Punkte mehr bei Diplomatie mit allen Fraktionen ist gut und 10% Handelssteigerung ist auch super. Kostet 10.000, also dafür müssen wir einen Slot freihalten, definitiv. Ich würde sagen, das andere gehen wir hier drauf. Aber wir gehen erstmal wieder durch und steigern erstmal die Wirtschaftsgebäude. Denn Geld regiert die Welt. Also, ihr seht wahrscheinlich schon, das Game ist auf jeden Fall. Ah, sehr schön, er hat sich zurückgezogen. Das Game ist auf jeden Fall deutlich knackiger als in der Variante vor Immortal Empires. Und gerade so die Endgame-Herausforderungen, die haben es wirklich in sich. Und die können echt dazu führen, dass man richtig ins Strugglen kommt und da ordentlich kämpfen muss. Worauf gehen wir denn jetzt am besten? Gehen wir mal hier drauf. Ja, wir müssen das auch mal stärken und der geht wieder aufs Pferd zurück. Ich will den nicht in der Laterne haben. Ah, er ist im Pferd. Sehr gut. So, das Gute ist, wir sind jetzt hier drin. Wir haben die nächste Siedlung, die wir auf jeden Fall auch ausbauen werden. Und hier können wir auf jeden Fall auch Replenishment gebrauchen, also Verluste auffüllen. Und nächste Runde bauen wir das auf 2. Dann kommt die Mauer. Ja, da ist zu, das ist gut. Ja, und hier habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir hier einen Arschkniff bekommen könnten. Mega wäre natürlich, wenn wir es schaffen, die Rekrutierung abzuschließen. Ja, für die Runde war es das. Obwohl wir Truppen rekrutieren, schaffen wir es jetzt durch die Umbauten in den neuen Städten, also in den Konföderationsstädten, die Wirtschaft nach oben zu treiben. Und es wird noch besser werden, wenn wir die ganzen Wirtschaftsgebäude da erstmal auf Maximum haben, also die Rohstoffe produzieren, weil das unser Handelseinkommen natürlich nach oben bringt. Und was ja auch total bekloppt ist, dass die AI nicht diese Sondergebäude gebaut hat. Also das, was ich euch gerade gezeigt habe zum Beispiel. Klar, die sind teuer, aber die bringen total viel. Und die nicht zu bauen, ist also schon ziemlich bescheiden. Ein Hinterhalt. Ah, das ist die Armee, die vorgerückt ist. Okay. Die ist tot, weil die Chaos-Armee ist stärker. Da war die Gute in Schwarz nicht nah genug dran. War ich ein bisschen zu vorwitzig. Aber naja, okay. Unsere nette kleine Vampire City wird belagert. Müssen wir aus dem Stance raus. Ja, das machen wir. Okay. Replenishment. Das Gute ist, wir haben jetzt drei Vampirarmeen so richtig
die Eingeweide rausgerissen. Wir haben zwar auch einiges an Truppenverlusten, aber wir haben keine Totalverluste, was enorm wichtig ist. Und wir skillen jetzt wieder Armeeverbesserung und dann auch General. So. Ihm geben wir mal Scouting, damit da ein bisschen mehr Magic Items droppen. Hier haben wir auch keine Totalverluste, das ist auch super. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall live. Und wir brauchen auch Armeeverbesserungen. Den verteilen wir, damit wir ein bisschen Auswahl bekommen. Hier fehlt uns Artillerie. Die können wir uns jetzt tatsächlich leisten. Die ist zwar sündhaft teuer, aber wir können sie uns leisten. Hat dann auch den Vorteil, dass wir hier nicht komplett rausmarschieren müssen. Unseren Chef müssen wir weiter aufbauen. Ja, und hier wird es jetzt haarig. Wir haben zwar rekrutieren können, aber hier kommt eine Ork-Armee und hier lauert die Untoten-Armee. Und das wird wieder darauf hinauslaufen, dass der Ork zuerst angreift und wir den Angriff auch gewinnen werden, denke ich mal. Und wir dann von den Untoten beehrt werden. Wir gehen mal hier auf Marschieren, damit die ein bisschen weiter vorankommen. So, der wechselt in die Stadt, der muss aufgebaut werden. Und jetzt heißt es wieder einmal durchgehen und die Wirtschaft pushen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall aufbauen. Hier bauen wir das an und das bauen wir aus. Das bauen wir ebenfalls aus. Hier haben wir jetzt nichts Besonderes, aber wir können den Hafen ausbauen. Das ist gut. Das bringt ordentlich Kohle und Wachstum. Wachstum brauchen wir zwar eigentlich nicht mehr, aber die Kohle ist natürlich nice. Ja, und hier werden wir dann auch, ich denke mal, auf die Celestial Barracks gehen. Das macht Sinn. Forschung. Wir sind wieder im Ungleichgewicht. Und wir müssen tatsächlich das erstmal erforschen, bevor wir hier wieder auf andere Yin-Themen kommen. Wir können eine Karawane losjagen. Das reicht gerade so eben. Das ist natürlich cool. Die Karawane kann aber auch irgendwie nix. Ich habe die arge Befürchtung, dass die nicht lebend ankommen wird. Wir probieren es mal hier hin. Wenn nicht, haben wir gleich eine Karawane weniger.
So, ich würde sagen, nach der Runde beenden wir auch für heute, beziehungsweise nach dem Durchlauf, wenn er halt mit allem fertig ist. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, doch anders als gedacht, die Vampire kommen. Ich darf wieder nicht verteidigen, weil wegen Freeze. Aber es ist recht gut gelaufen. Wir machen Verlustverstärkung, weil wir davon ausgehen, dass die Orks auch gleich noch vorbeikommen. Nee, die Orks kommen nicht vorbei. Da sind noch mehr Vampire. Okay. Das ist auch hart. Zwei Angriffe direkt aufeinanderfolgend in einer Runde von jeweils zwei Vampirarmeen. Also Respekt und Anerkennung. Unsere Truppe da hat sich wirklich super geschlagen. Leider ist sie jetzt nicht mehr existent. Und sie wird belagert. Das heißt, ich kann auch die Truppen nicht verstärken. Und die Belagerer sind eine runtergerockte Vampirarmee. Da ist eine runtergerockte Vampirarmee und da. Also haben wir von den vier Armeen eine komplett ausgenockt. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, gerne auch ein Like, schreibt mir einen Kommentar und vor allem seid dabei, wenn es das nächste Mal weitergeht und wir uns langsam, aber stetig gegen alle Widerstände ausdehnen. Bis dahin, tschö!